Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der FIFA Academy. Ich bin's wieder, euer Coach Antana, und heute schauen wir uns meine Taktik, meine Aufstellung an. Und ja, da gibt's ja immer sehr viel einzustellen, auch in FIFA 17 wieder. Also Spieleranweisungen, eigene Taktik und so weiter und so fort. Und das werden wir heute ein bisschen genauer anschauen. Ich werde euch zeigen, was ich alles einstelle bei meiner Aufstellung. Und ja, legen wir doch gleich mal los. Ich habe die FIFA Academy schon vorbereitet. Ich spiele in einem 4-2-3-1 bereit. Und als Beispiel nehmen wir jetzt mal Real Madrid. Die Königlichen sind ja eigentlich auch gut. Vor allem, wenn man dann Turnieren spielt, hat man mit Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema ein echt gutes Angriffstrio. Morata jetzt neu in dieser Saison. Also da hat man schon extrem viel Offensivpower. Ihr seht gleich auch, wie ich aufgestellt habe. Die Außenverteidiger sind eigentlich ziemlich klar. Marcelo links, Carvajal rechts, Pepe, Ramos in der Innenverteidigung. Ich habe Pepe dem Varane vorgezogen, weil einfach die Angriffsrate, beziehungsweise nicht die Angriffsrate, die Arbeitsrate von Pepe ein bisschen höher ist, beziehungsweise er hat hier die Arbeitsrate defensiv hoch und Varane nur auf Mittel, also deshalb Pepe den Vorzug gegenüber den Franzosen. Auf den beiden Sechser-Positionen habe ich Modric und Kroos, sehr gute Passgeber, defensiv vielleicht nicht so stark wie ein Casemiro, aber darauf verzichte ich jetzt mal. Ich habe Morata links und Bale rechts. Morata links, weil der hat eine 86er Pace, das ist ziemlich gut. Arbeitsrate ist ebenfalls ziemlich hoch, also auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung zu den drei Offensiven. Ihr seht hier, klar, James könnt ihr dann immer noch reinbringen. Er hat halt die Arbeitsrate überall auf Mittel, also deshalb Morata bei mir den Vorzug. Benzema dann hinter der Tormaschine, Cristiano Ronaldo. So sieht meine Mannschaft aus in diesem 4-2-3-1. Die Anweisungen, die sind, ja, da kann man viel einstellen und die sind eigentlich auch ziemlich wichtig. Ich werde euch jetzt da mal zeigen, was ich da alles eingestellt habe. Carvajal und Marcelo, die müssen definitiv beide auf hinten bleiben, eingestellt sein. Das heißt, sie bleiben bei den Angriffen automatisch eher hinten, also sie überlaufen nicht die Mittelfeldspieler oder schalten sich immer in den Angriff rein. Das merkt man dann auch bei der Ausdauer am Schluss. Also wenn man die jetzt auf Überlaufen hat zum Beispiel, dann, ja, dann sind sie vielleicht nach 60, 65 Minuten tot, wenn ihr wirklich immer angreift und immer nach vorne pusht, schnell angreift. Also hier hinten bleiben bei Angriff, das ist sehr wichtig. Dann die Innenverteidiger, eben wie gesagt, die lassen wir mal. Kroos und Modric kriegen bei mir hier ebenfalls ein Hintenbleiben bei Angriff. Auch hier ist es halt so, ihr werdet, wenn ihr viel durch die Mitte spielt, sowieso jedes Mal Modric oder Kroos mit in den Angriff automatisch mitziehen, also manuell, nicht automatisch. Und vielleicht mit dem Modric über die Mittellinie dribbeln und dann einen Doppelpass machen. Also so ist sowieso immer ein Sechser mit im Angriff. Aber somit habt ihr halt durch diese Einstellung die Sicherheit, dass der zweite Sechser, also in dem Fall dann Kroos zum Beispiel, einfach hinten bleibt und den Konter, den möglichen Konter dann vielleicht schon sehr früh abfangen kann. Also hier beide wieder auf hinten bleiben und den Rest lasse ich eingestellt, wie es ist. Also keine aggressive Balleroberung oder sonst was. Also einfach hier hinten bleiben, das war's. Und dann kommen wir schon zu den Außenspielern. Ich habe hier Modric und Bale. Da stelle ich beides gleich ein. Also hier könnte man eben wie auch immer vorne bleiben oder defensive verstärken. Ich mache jetzt da die grundlegende Defensivunterstützung. Jetzt bei der Chancenbearbeitung, mache ich auf in die Mitte ziehen. Sehr wichtig für mich. Ich erkläre euch gleich warum. Und hier natürlich Abwehr überlaufen. Ich mache das so, in die Mitte ziehen und Abwehr überlaufen, damit die Außenspieler also hinter die Abwehr reinlaufen, aber nicht außen bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt, ich spiele sehr viel, einen Direktpass auf Benzema, drehe mich dann und damit ich dann einen Bale oder einen Morata von der Seite habe, die dann hinter die Abwehr versuchen, sich freizulaufen, sollen sie sich Richtung Tor bewegen und nicht außen bleiben. Das heißt, sie sollen im 16er oder 30 Meter vom 16er schon einen Cut inside machen und von außen dann reinlaufen, dass ich dann den direkten Pass in die Gasse spielen kann und der dann direkt aufs Tor läuft. Also nicht außen bleiben, weil ich flanke sehr wenig. Deshalb hier in die Mitte ziehen, Abwehr überlaufen. Das sind sehr gute Pass- bzw. Laufwege für diese Spieler. Deshalb
diese Einstellung für Bale und Morata. Dann haben wir den Benzema natürlich noch. Benzema hier einfach sehr wichtig, alle Freiheiten, der soll sich bewegen, der soll die Lücken schließen, der soll sich zwischen den Abwehrreihen bewegen und hier alle Freiheiten und grundlegend ist defensive Unterstützung, was auch immer, definitiv vorne bleiben, ja. Also der soll vorne bleiben, vor allem bei Konter ist es wichtig, dass ich zumindest immer einen Benzema zur Unterstützung von Cristiano Ronaldo habe, deshalb vorne bleiben. Gut. Dann kommen wir noch zum Stürmer. Ja, zum Stürmer natürlich. Und hier machen wir das so, dass der sich zentral orientieren wird. Plus Abwehr überlaufen und energisches Abfangen. Das sind diese drei Einstellungen, die ich bei Cristiano Ronaldo mache. Beziehungsweise bei jedem Stürmer. Denn zentral orientieren, ich will nicht, dass er irgendwo auf die Außen läuft. Wir haben ja Bale und Morata, die schon reinlaufen. Also wir konzentrieren uns ein bisschen mehr auf die Mitte. Da nehmen wir Abwehr überlaufen. Der ist so schnell, der kann mit einem Pass in die Tiefe allen davonlaufen. Also das ist sehr wichtig. Und eben beim energischen Abfangen ist es ganz einfach, dass er halt beim Spielaufbau schon ein bisschen eher stört. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Manchester United spielt und ihr habt ganz vorne einen Zlatan Ibrahimovic, der, glaube ich, Pace 78 hat, könnte man sich auch überlegen, den auf Anspielstation zu machen, damit der ist ja nicht so schnell und damit er stehen bleibt mit dem Rücken zum Tor. Ihr könnt dann versuchen, ihm in die Füße zu spielen und mittels Doppelpass dann die Abwehr zu umspielen. Also da müsst ihr ein bisschen schauen, wen ihr dann wirklich im Sturm habt. Ja? Gut, das war's. Für die Anweisungen, wir gehen in die Taktik. Und Taktik, ganz wichtig. Das ist deine eigene Taktik. Ich brauche die jetzt einfach für diese Aufstellung. Also ihr könnt nicht alles adaptieren auf andere Aufstellungen. Da müsst ihr immer ein bisschen angepasst schauen, wie ihr das Spiel machen wollt. Es geht auch ein bisschen um euren eigenen Spielstil. Wenn ihr langsam spielen möchtet, das Aufbauspiel eher träge gestaltet, dann müsst ihr das ein bisschen anpassen. Ich zeige euch jetzt einfach, wie ich spiele. Ich spiele eigentlich ziemlich direkt nach vorne auf den Stürmer bzw. auf Benzema. Also deshalb mein Aufbauspiel ziemlich hoch hier, also ziemlich schnell. Und ich habe es hier auf 75. Dann das Passspiel auch hier. Ich versuche immer mit einem scharfen langen Ball nach vorne zu spielen. Deshalb habe ich es auf 60 eingespielt. 75, 60, die ersten Einstellungen beim Aufbauspiel. Positionsspiel hier geordnet, damit da nicht alle frei wild irgendwo herumlaufen. 75, 60 geordnet, das sind die Einstellungen für das Aufbauspiel. Bei der Chancenerarbeitung, Passspiel habe ich hier eingestellt. Ich mag es gerne ein bisschen riskanter, deshalb habe ich hier auf 65. Dann die Flanken, wie gesagt, ich bin nicht so einer, der viel auf Flanken spielt. Ich mache da jetzt einfach mal auf 45 immer, das ist so ein Mittelwert. Ich lasse das so. Und beim Schussverhalten ist auch wieder ein bisschen... Ich schieße nicht gerne von sehr weit, obwohl das in FIFA 17 doch sehr effektiv ist. Deshalb hier auch ebenfalls ein Mittelwert. 65, 45, 50, das ist bei mir die Chancenerarbeitung, was ich da einstelle. Positionsspiel, aber dann hier freie Wahl. Vorne muss man kreativ sein, man muss die Spieler auch ein bisschen frei bewegen lassen. Deshalb freie Wahl hier. Und das wäre die Chancenerarbeitung, ja. Die Verteidigung dann, Druck hier ist immer so eine Sache, ich stelle das bei 45 ein, damit sie nicht zu tief stehen, aber auch nicht zu hoch. Vor allem in FIFA 17 Konter sind doch sehr gefährlich, deshalb 45 ist für mich eine gute Einstellung. Aggressivität habe ich auf 65, ich mag es, wenn die Spieler doppeln, das heißt, wenn sich die Sechser umdrehen und doppeln, wenn man immer Überzahl schaffen möchte, dann stellt man das hier ein bisschen höher ein. Also Aggressivität 65, das ist für mich ganz gut. Und das Verschieben habe ich hier auf 40 eingestellt. So ist das. Das ist auch so ein Mittelding. Also das steht man trotzdem kompakt. Man schiebt nicht komplett rüber und dann hat man die andere Seite frei. Also hier 45, 65, 40, das sind meine Einstellungen. Und ja,
Ich würde meinen, ihr versucht das einfach mal aus. Wie gesagt, ihr könnt da jetzt ein bisschen rumspielen. Wenn ihr sagt, oh, ich spiele langsamer, dann macht halt die Geschwindigkeit weg und stellt hier auf 50 ein. Oder wenn ihr sagt, ja gut, ich spiele lieber die sicheren Pässe, dann macht ihr halt da auch eine kleine Anpassung. Aber auf jeden Fall versucht das mal so aus. Vielleicht bringt es euch was. Ich denke auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen an die Aufstellung gewöhnt hat, dann ist sie extrem effektiv. Man hat zwei Sechser, die tief stehen sozusagen und die Mitte zu machen. Man hat mit den Außenspielern, die eigentlich im Defensivverhalten auch sehr tief stehen, hat man die Außen zu. Also es ist vor allem defensiv extrem gut gegen Spieler, die in 4-3-3 spielen oder in 4-2-2-2. Ja, das ist so für mich ein sehr wichtiger Punkt, warum ich diese Aufstellung spiele und offensiv mit dem Abwehr überlaufen, mit Cristiano Ronaldo im Sturm, mit dem Zehner dann noch, hat man trotzdem sehr viele offensive Möglichkeiten, die man dann in Tore umsetzen kann, beziehungsweise umwandeln kann. Also, ich will mal meinen, versucht's aus, gebt mir Feedbacks, wie es gelaufen ist, macht mal ein paar Spiele damit. So, das war es auch schon wieder von mir für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Versucht die Taktik aus. Es wird sicher ein paar Spieler brauchen, bis ihr euch daran gewöhnt habt. Vielleicht auch an die Aufstellung, wenn ihr immer was anderes gespielt habt. Und ja, gebt mir Feedbacks, wie es gelaufen ist. Auf jeden Fall schaut bei mir auf Facebook vorbei. Da gibt es immer neue News, neue Ankündigungen. Jetzt auch bezüglich der Gaming Flat, die wir am Aufbauen sind und am Umbauen sozusagen. Also holt euch da die News und sonst natürlich auf eSports.ch. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Haut rein, bleibt sauber und ja, bis bald.